Hi und herzlich willkommen. Warum muss ich mich eigentlich immer hinknien? Selber schuld. Hi und herzlich willkommen zu einem nächsten Vlog. Und in dieser Woche wird es ganz schön spannend, denn erstens haben wir einen super coolen Bienensack hinter uns. Hier oben nochmal da oben verlinkt. Und ich werde alles vorbereiten. Diesmal wirklich, damit nächsten Dienstag dieser wunderbare Werkstatt-Tocker endlich fertig wird. Ja, ich weiß, es ist ein langwieriges Thema, aber wir haben wirklich richtig viel geschafft gestern und ich bin super happy damit. Und das wird richtig cool mechanisch aussehen. Ah, da freue ich mich richtig drauf. Und ich habe einiges noch zu tun, viel Metallarbeiten, aber als allererstes gehen wir Wigschweißen. Dann steht diese Woche noch auf jeden Fall ein Auto-Pimp-Up an. Was heißt Auto-Pimp-Up? Denn ihr wisst ja, ich fahre einen Jeep und es geht auf eine größere Tour und der Jeep ist ziemlich laut im Innenraum. Das habe ich jetzt jahrelang hingenommen und jetzt will ich mich dem Ganzen widmen. Dazu gibt es ein extra Video natürlich, aber ich nehme euch mit, was habe ich bestellt und so weiter. Als kleine Preview zu dem, was euch erwartet. Aber jetzt gehen wir erstmal schweißen. Ach ja, und ich habe Vaseline gekauft. Genau, zum Schweißen, und zwar nämlich das Gesäßteil, habe ich ja Nachschub bekommen und nachdem ich dann jetzt gestern diesen wirklich richtig coolen Korpus gemacht habe, muss der auch noch gefinisht werden und ja, aber erstmal das Gesäßteil nämlich ordentlich was wegschweißen. Ich habe die Gasnachströmzeit erstmal runtergesetzt, ich schweiß mal ein bisschen was. Das hier ist die super Vorbereitung, nämlich mit Bremsenreiniger müssen die ganzen Edelstahl-Unterlegscheiben gereinigt werden. Und ihr seht, da kommt eine gute Schmiere von runter. Und wenn ihr das macht, lässt sich es einfach besser schweißen. So. Eigentlich danach erstmal nicht mit fettigen Fingern anfassen, aber ich habe ja noch nicht gewärmt. So, die anderen lassen wir ein bisschen austrocknen hier oben. Das Zeug ist wertvoll, die ganze Sitzschale ist nachher circa warenwert 80 Euro. Oh je, krass, nächste Nachtschicht und der Sitz ist quasi fertig geschweißt. 460 Unterlegscheiben, ein paar fehlen noch, ich brauche noch 2-3 zur Reparatur quasi von Schweißfehlern und hier so auch meinen ersten Schweißversuchen, wo echt viel schief gegangen ist, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, das Ganze ist natürlich auch durch Verzug und so weiter ein bisschen aus dem Leim gegangen, das heißt die wirkliche Geometrie, die eigentlich vorgegeben ist durch die Unterlegscheiben, durch die Rundungen, die legst du aneinander, schweißt die ein bisschen, dann verziehen die sich natürlich schon ein bisschen und das Punkten, also Respekt, das ist echt eine krasse Arbeit, kann man nur sagen. Ich bin zum Ziel gekommen und jetzt muss ich mir hier quasi eine Halterung noch einfallen lassen, die des Netzes würdig ist. Ich habe überlegt, ob ich einen schmalen Stahlstreifen hier noch so außenrum als Border mache. Könnte ganz geil aussehen, glaube ich. Und dann einen so einen Querverbinder, der so ein 3 cm Querverbinder, glaube ich, der dann quasi auf meinen Stempel geschweißt wird. Ja, ich habe bis Dienstag noch Zeit und jetzt gehe ich mal schnell pennen. Ich muss früh wieder raus. Gute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen und das ist so geil, wenn man so spät noch gearbeitet hat und den Sitz zu Ende geschweißt hat. Fragt ihr euch immer noch, warum wollte der eigentlich Vaseline haben? Ja, das habe ich für ein Projekt, was ich eigentlich jetzt am Donnerstag rausbringen wollte, habe ich aber nicht geschafft, weil die Trocknungszeiten einfach andere waren und mir mein erster Versuch, glaube ich, ein bisschen misslungen ist, aber das werdet ihr dann sehen. Egal, ich schnappe mir jetzt meinen Hightech-Luxusroller und gehe auf dem Weg zur Arbeit. Und irgendwas wollte ich noch erzählen.
Was soll ich noch erzählen? Ach genau, ey, nie wieder schweißen ohne Vollverkleidung. Ich honk schweiße mit kurzen Ärmeln und habe den mega Sonnenbrand. Weil ich habe ja nicht ein bisschen nur geschweißt, sondern richtig viel. Also Leute, anständig verpacken, nicht nachmachen. Bam! Ja, der Beanstalk hat ja leider nicht funktioniert, weil ich hatte eine fette Backe, aber ein dickes Dankeschön an den lieben Matthias alias teaser.cc und natürlich den besten Ader der Welt alias Kreid32 auch an dieser Stelle. Solltet ihr die Kollegen noch nicht kennen, checkt die mal aus. Ja, danke nochmal an die... Danke nochmal an die fette Unterstützung, die ihr mir auch immer zukommen lässt. Ich habe ja keine Wunschliste oder irgendwie sowas, sondern es gibt halt eben den PayPal Money Pool hier unten auch in der Beschreibung. Und ich habe mir jetzt zum Beispiel von dem PayPal Money Pool für, lass mich lügen, ich glaube 29 Euro, irgendwie sowas, habe ich mir einen Maschinenschraubstock endlich mal rausgelassen. Bin ich mega happy mit, wirklich total cool, danke dafür, weil ich hatte keinen und habe mir jetzt einen gekauft. Das ist auch so eine Initialzündung dann in diesem Falle natürlich dann immer wieder. Und genau, jetzt habe ich einen schönen von Webeco für faires, cooles Geld. Ja, hier seht ihr das Projekt Stuhl, eher gesagt Hocker, Werkstatthocker. Ist quasi eigentlich fertig. Es gibt alle Teile und ich wollte ihn fertig machen, aber es ging halt eben nicht und dementsprechend am 6.8. Dienstag, der 6.8., da geht es mit dem Livestream weiter, mit dem Dienstag und da wird dann definitiv das ganze Ding finalisiert. Und da freue ich mich mega drauf, weil es steht im Endeffekt alles und genau. Aber das packen wir jetzt mal alles zur Seite, denn ich habe ein paar Pakete bekommen. Da ist das Paket, verkehrt rum, denn und so weiter. Aber in diesem Paket ist etwas ganz Spezielles drin. Ich verstecke es noch, mach's dann zur Seite und kann euch sagen, ich darf was ganz Tolles ausprobieren. Nämlich die Sony RX0 Mark II. Die Kamera, die geht jetzt mit auf eine... Ja, Erlebnistour, wollte ich mal sagen. Da ist, glaube ich, die Kamera drin. Und da ist das Zubehör drin. Und noch mehr Zubehör. Und yes, Leute. Und zwar, falls ihr sie noch nicht kennt, das ist eine kleine, naja, Action-Vlogging-Kamera der Firma Sony. Das hier ist meine neue Vlogging-Kamera. Das heißt... Damit habe ich bisher den Vlog gemacht. Damit werde ich auch weiterhin den Vlog machen. Das hier ist ab sofort meine Daily Vlogging Kamera und mit der geht es auch auf Reisen. Ich bin relativ unzufrieden mit meiner GoPro, die ich bisher habe. Und ich habe auch schon eine quasi unter Wasser geschrottet. Deshalb umso mehr bin ich gespannt, wie sich der Spaßvogel hier im Alltag bewährt und wie das so funktioniert. Und ja, ich werde sie euch dann nochmal explizit vorstellen, wenn ich ein paar Erfahrungen damit gemacht habe, weil jetzt einfach das Ding in den Himmel loben mag ich gar nicht, stehe ich nicht drauf, weil ich euch ja keinen Scheiß erzählen möchte. Und ich bin mit meiner unabhängigen Meinung für euch parat. Das wollte ich euch noch kurz mit auf den Weg geben, dass ihr wisst, ich habe so ein lustiges Teil jetzt. Und es wird auch im Livestream natürlich genutzt, denn das wird auch die Topshot-Kamera werden. Und das Teil kann eine mega super Slow-Mo, nämlich 1000 Bilder pro Sekunde. Mega-Teil, ab jetzt... im Handel und kaufbar. Und ja, vielleicht kriege ich ja irgendwann noch einen Rabattcode für euch. Dann noch ein fettes Dankeschön an Sascha LB Let's Build, der mir auch Post hat zukommen lassen, ein liebes Schreiben, ein paar Aufkleber. Ich bin gerade ganz schlecht in Aufkleber versenden. Dann ein Magnetschild, was ich mir irgendwo dran machen kann. Sehr cool.
vielleicht an meine Magnetwand. Was hältst du denn davon? Und dann hat er mir, glaube ich, noch ein großes Holzschild gelasert. Auch mit hier Magneten hinten dran. Und das sieht super aus. Und das kommt natürlich auch an meine Stickerwand. Komm mit. Zack. Kommst du da oben hin. Bam. So, Map, Map. Und die Stickerwand wächst. Ich habe noch mehr. Ich muss mal wieder Sticker bauen. Wenn Easy mir nicht fertig gebaut zuschickt, dann muss ich sie halt selber bauen. Aber das ist natürlich total cool. So ein selbstgemachtes, gelasertes. In einem anderen Paket ist einfach nur das Ladegerät und noch ein paar extra Akkus für die Kamera. Also das war es eigentlich schon. Dann werde ich euch natürlich mitnehmen, wenn ich die Jeep-Testfahrt gemacht habe und das ganze Ding isoliere. Und dazu gibt es dann ja ein extra Video. Aber genau. Party People, ich stehe jetzt hier quasi über meinem offenen Jeep und das ganze Dach ist abgebaut. Es gibt kein Heck mehr, es gibt nichts mehr. Ich habe alles abgebaut und jetzt muss ich irgendwie das Hardtop aus der Garage rausfummeln. Dann wird es hier oben drauf gebaut und ihr werdet es nicht glauben, es regnet seit Tagen nicht. Und pünktlich jetzt, mein Kiefer geht's und ich muss das Auto umbauen und es fängt an zu regnen und ich stehe in der totalen Pisse. Aber egal, auch das werden wir schaffen und dann geht's weiter, wenn das Hardtop irgendwie drauf ist oder so. Einen wunderschönen guten Morgen und es geht weiter mit der neuen Kamera. Ich bin total gespannt, aber es ist jetzt schon cool, dass man sich selber sieht. Und das Projekt Jeep ist ja heute Nacht umgesetzt worden und jetzt werde ich mich mal auf die Autobahn begeben und gucken, wie laut der Kollege ist. Und da liegt das ganze Dachgestell. Oh je. Yeah. Jetzt ist auch noch ein wichtiger Teil, den ich in dieser Woche auch noch schaffen musste, denn diese Rücklichter vom Jeep sind mir auch ein bisschen zu anfällig. Ich habe jetzt mehrfach die Birnen wechseln müssen und das sind halt auch keine Standardbirnen, sondern das ist immer irgendwie ein Sonder-US irgendwas. Und deshalb hatte ich jetzt die Schnauze voll und wir installieren ein paar LED-Rücklichter. Super einfach. Ja, hier sind diese Schätzchen und das ist wirklich super einfach, weil es sind eigentlich nur zwei Schrauben, die gelöst werden müssen und dann ist eine Steckverbindung und die nötige Steuereinheit dafür, dass das Signal ein bisschen umgewandelt werden muss, die hängt da auch schon mittendran und für knapp, ich glaube, 90 Euro das Paar kann man nichts zu sagen. Es gibt erheblich teurere, da hatte ich aber keinen Bock drauf, weil ganz einfache und ja, ein Set Birnen für die alten kostet schon, lass mich lügen, 22 Euro. Also, über lange Zeit gesehen rechnet sich das. Und die sehen total cool aus, weil ich ja vorne auch schon LED-Scheinwerfer habe. Jetzt schrauben wir mal auf. Super simpel, hier die beiden Schrauben lösen. Die ist ein bisschen länger. Und dann kann man den ganzen Quadratsch... Die ist noch nicht ganz raus hier. So, jetzt können wir die Schraube hier rausnehmen. Und dann kann man nämlich einfach das Licht hier so an der Seite wegnehmen. Tipptopp. So, da sehen wir auch schon, was ist das denn da? Ja, eine lustige Isolierung, ne? Was ist denn für eine Isolierung? Was liegt denn da rum? Eine lustige Isolierung. Was auch immer die da drin zu tun haben. Die klebt da eigentlich, glaube ich, mal da dran. Radkastenisolierung? Naja, irgendwie sowas. Egal. Und jetzt müssen wir den Stecker einfach hier abmachen. Das ist einfach nur eine Klemmverbindung. Den Rahmen einmal ein bisschen sauber machen und fertig. Was sich da so für ein Schmodder ansetzt, ist mega. Naja. Schmodderhausen. So, das muss man hier einfach nur runterpressen und dann kriegt man diese, ich weiß gar nicht, nicht wirklich wasserdichte Verbindung einfach lose. Und so, dann kommt dieser neue Kollege. Der neue Kollege ist ein bisschen anders verbaut. Da muss ich jetzt hier erstmal ein paar Kontermuttern eben lösen und auch die Originalschrauben rausbauen. Klick. Alles schön da drin verstauen.
So. So, wichtig ist, dass da nichts klappert, nichts knackert. Aber zack, im Endeffekt schon fertig. Bam, da funktioniert's. Tipptopp. Und in der Mitte ist ja eh noch ein Bremslicht. Und da sieht man jetzt, wie es aussieht, wenn man blinkt. Damit bin ich mega happy. Und ja, seht ihr mal, wie schnell das gehen kann. Und allzu viele Kleinigkeiten gibt es immer in so einer Woche bei Bau Boom Bang. Und ja, ist immer viel zu tun. Und deshalb gucken wir jetzt mal, was es noch so gibt. Ja, was für eine Woche? Nee, nicht was für eine Woche, sondern was für zwei Wochen. Und sorry, dass es jetzt erst kommt, der Vlog. Und ihr seht, es ist ein bisschen Kuddelmuddel, ein bisschen hin und her, weil ja, es ist einiges passiert. Und nicht nur das, sondern es sind auch noch knapp 3500 Kilometer mit dem Auto passiert. Und ich sitze jetzt gerade mitten in einem sehr, sehr weit entfernten Land. Traumhaft schön hier. Und ich habe viele Erfahrungen gesammelt, nämlich mit dem Projekt, dass ich den Jeep ja gedämmt habe. Nicht nur wärmeisoliert, sondern auch schallisoliert. Und das ist das wichtigste Projekt. Dazu habe ich einiges an Material aufgezeichnet und dazu werde ich jetzt natürlich auch noch ein kleines Projekt schneiden. Es gibt ja immer wieder was Neues. Es wird auch einen Vlog hier aus der Ferne geben. Seid gespannt und bleibt dabei. Also kommentiert fleißig, gebt mir einen Daumen nach oben und schaltet die Glocke an, damit ihr immer wieder dabei seid. Und ja, spätestens am 6.8. sehen wir uns am Dienstag live wieder zurück aus der Kellerwerkstatt. Und dann gibt es das Finale vom Werkstatthocker. Nicht vergessen, hier könnt ihr abonnieren und da ist das nächste Video. Tschüss und auf Wiedersehen.